Meister gegen Tabellenführer. Recht viel mehr Topspiel geht nicht. Im heimischen Sackstadion wollen die Schnüdel in Grün und Weiß nach der Spielpause am Wochenende an die gute Vorstellung beim 6:0 zuletzt gegen Schalding anknüpfen. Die De Michelis-Truppe gewann zwar am Samstag 3:1 gegen Rhein, war zuletzt aber noch nicht wieder in der Verfassung wie vor der Länderspielpause. Damit rein in diese Nachholpartie des 12. Spieltags, die wegen des großen Zuschauerandrangs eine Viertelstunde später begann. Schweinfurt von Beginn an mit dem von Trainer Tobias Strobel geforderten maximalen Druck und mit Chancen. In der 10. Minute verpasst Christian Böhnlein die Hereingabe von David Grötzinger nur knapp und die anschließende Ecke segelt erneut zu Böhnlein, doch Angelo Brückner kratzt seinen Kopfball noch von der Linie. Die Bayern-Youngsters völlig ungewohnt in der Rolle des Reagierenden, aber dann nach 18 Minuten mit ihrer ersten Offensivszene. Nemanja Motika zum ersten und dann nochmal zum zweiten. Absolut eiskalte Gäste mit der ersten Chance gleich die Führung. Das war ein Wirkungstreffer für die Schnüdel, die zwar in der Folge weiter mehr für Spiel machten, aber bis auf diese Szene von Torjäger Adam Shabiri nicht wirklich gefährlich wurden. Und nach gut einer halben Stunde dann auch mal die Gäste mit mehr Aktionen nach vorne. Erst ein Warnschuss von Taylor Booth, den Louis Zwick aber noch abwehren kann. Dann die 39. Minute. Und was macht Kevin Ferry denn da? Völlig verunglückter Rückpass auf Zwick. Malik Tillmann ist dazwischen und hat dann keine Mühe mehr, das 0:2 zu erzielen. Das weckte aber nun nochmals die Schweinfurter Lebensgeister, die jetzt wieder mehr Druck machten und durch Böhnlein in der 42. Minute tatsächlich noch den Anschlusstreffer schafften. Ein richtig rassiges Topduell also vor den 3.340 Zuschauern mit einer etwas glücklichen Bayern-Führung zur Halbzeit. Der Beginn der zweiten Hälfte sah zunächst wieder druckvolle Gastgeber, aber dann auch eiskalte Münchner. 58. Minute, Motika zieht von links in die Mitte und ein wunderbarer Abschluss. 3:1 für die Gäste. Und die legten sofort nach. Tillmann entwischt auf rechts und seine Hereingabe verwertet, na klar, Motika zum vierten Bayern-Treffer nur 2 Zeigerumdrehungen später. Was für ein Sahnetag des 18-Jährigen. In der Folge vergaben die Bayern-Amateure mehrfach die Chance aufs fünfte und kassierten dann stattdessen hinten den zweiten Gegentreffer. Der frisch eingewechselte Amar Suljic mit neuer Hoffnung für die Schnüdel nach 76 Minuten. Doch so richtig gefährlich wurden die Gastgeber nicht. Stattdessen ist in der 86. Minute wieder Motika zur Stelle. Super gemacht, sein 4. Treffer des Abends. Nach dem Man of the Match musste man also nicht lange suchen. Das Torfestival der beiden besten Offensivreihen der Regionalliga war aber immer noch nicht vorbei. Zunächst ist es Shabiri, der in der 90. Minute sein 15. Saisontor markiert. Und auf der Gegenseite setzt dann Eyüp Aydin in der Nachspielzeit den Schlusspunkt mit einem wunderbaren Freistoß zum 3:6 Endstand in diesem unfassbaren Topspiel. Es ist einfach stolz, Trainer von so einer Gruppe zu sein und hier zu fahren und hier versucht, um zu gewinnen. Es ist nicht einfach. Ich glaube, wir sind die erste Mannschaft, da haben wir in diesen Platz gewonnen, gegen eine sehr gute Mannschaft, gegen eine von der Offensive stark in dieser Regionalliga. Ja, leider haben wir 3 Tore bekommen, aber ich glaube, es war ein sehr interessantes Spiel zu schauen und gut, haben wir unseren Plan gemacht. Der Spieler hat, glaube ich, das gehalten, was es im Vorfeld versprochen hat, leider mit einem nicht so guten Ausgang. Wir haben heute ein paar zu viele einfache Fehler gemacht, wo wir dann den Gegner ein bisschen auch eingeladen haben. Ich glaube, an sich hört sich es wahrscheinlich nach einem 6:3 blöd an, aber bis auf die 15 Minuten nach der zweiten Halbzeit, wo wir keinen Zugriff hatten, wo sie dann auch durch das 3 und 4 ins Spiel so einen Ticken gekillt haben, waren wir nicht gut. Sonst die restlichen Minuten waren es, glaube ich, auf Augenhöhe, wo auch Nuancen entschieden haben. Sie hatten die Momente im 16er, sie haben sie genutzt. Ich glaube, wir hatten genauso viele Momente im 16er, wir haben sie leider nicht genutzt und dann kommt so ein Ergebnis zustande, was sich nicht gut anfühlt. Frankfurt muss also erstmal den Kontakt zu den beiden Top-Teams, Bayern Amateure und Bayreuth, abreißen lassen. Die Münchner dagegen zeigen eindrucksvoll, dass sie nach einem kleinen Schluckauf zwischendurch mit 2 Remis jetzt wieder voll auf der Höhe sind.